Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine neue Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video sehen wir uns die 6. Folge von Star Trek Picard an. Seid gewarnt, es kann und wird zu Spoilern kommen. Bleibt dran! Die 6. Folge von Star Trek Picard ist soeben veröffentlicht worden. Ich habe sie gerade gesehen. Die 2. Folge hintereinander, in welcher Jonathan Frakes Regie führte. Ich bin total gehypt. Die bisher absolut beste Folge von Star Trek Picard, die ich je gesehen habe. Handwerklich absolut top. Der Spannungsbogen in dieser Episode, die 40 Minuten Dauer und Länge dieser Episode war ich auf einem Spannungslevel, ich kann es euch nicht sagen. Einfach nur top. Die Bilder, die Erzählweise, die wir präsentiert bekommen haben, es war ein absolutes Vergnügen, diese Folge zu sehen. Auch wenn sie sehr wenig Star Trek beinhaltet hat. Das, was in dieser Folge an Star Trek vorhanden war, waren Referenzen, waren Verweise, waren Analogien, waren die Darsteller, die Charaktere. Adamson, Laris bzw. die Wächterin, die auf eine vulkanische Geistesverschmelzung hingewiesen hat. Ich finde gerade echt schwer, Worte diese Folge zu beschreiben, da ich immer noch absolut gehypt bin. Ich muss mich auch korrigieren, was ich von dem Teaser-Trailer vermutet habe, dass nämlich die ganze Folge auf der Party, auf der Gala spielen wird. Da habe ich mich geirrt. Sie hat ein absolut gutes Zwischenspiel, eine absolut gute Mischung aus der Gala, aus dem Galaabend präsentiert und dem Abseits der Gala, dem Drumherum. Das größte Highlight neben dem handwerklichen Geschick von Jonathan Frakes, wie er uns die Bilder präsentiert hat, wie er die Folge inszeniert hat, war Alison Phil. Ihre Darstellung, ihre Bühnenpräsenz, muss ich sagen, hat mich vom Hocker gehauen. Als sie angefangen hat, ihre Gesangseinlage zu bringen, ihr Solo zu bringen, a cappella auf diesen Brüstungsvorsprung anzufangen zu singen, ich hatte Gänsehaut. Diese Stimme, ich würde sie sofort engagieren, ich würde sie sofort managen und ich würde sofort ein Programm für sie erstellen. Als sie angefangen hat, die ersten Töne zu singen, ich hatte Gänsehaut. Es war so überragend, so wundervoll, ihre Tonalität, ihr leichtes Vibrato in der Stimmlage drinnen, die Silben, die Betonungen, die Art und Weise, wie sie ihren Song performt hat, hat mich vom Hocker gehauen. Die schauspielerische Leistung von Patrick Stewart, das Großväterliche, das Erhabene, das über den Dingen Stehende in der Kommunikation mit René Picard, das war so schön anzusehen. Und nebenbei der Spannungsbogen, der durch Jonathan Frakes Inszenierung aufgekommen ist. Wie geht es weiter? Was passiert jetzt? Schafft er es? Dieses, man weiß nicht genau, wie es jetzt weitergeht, auch wenn man seine Gedankengänge walten lässt und vor sich her spielt, absolut top. Es hat für mich sowas von funktioniert. Ich war die ganze Folge auf 180. Ich bin es auch jetzt noch. Ich bin total gehypt. Ich hatte so einen Spaß beim Ansehen von dieser Folge und werde sie relativ schnell auch ein zweites Mal ansehen. Dieses Mal dann auf Deutsch.
generell die ganzen Referenzen, die drinnen vorgekommen sind, auf der Gala mit den Requisiten, mit dem Worldbuilding, des Raumfahrtprogramms, des Charakters René Picard, hat so viel Spaß gemacht, sich anzusehen. Die Erklärung, die Präsentation von Picard seiner Großtante gegenüber und dabei seine schützende Hand über sie haltend. Ich habe mich gefühlt wie in einem Bühnenstück. Ich habe mich gefühlt, als würde ich in einem Theater sitzen und diese Folge aus der ersten Reihe fußfrei mit den Darstellern physisch auf der Bühne sehen zu können. Die Dialoge, die waren so in sich stimmig. Die haben den Charakteren René Picard und Picard selbst so viel Tiefe gegeben. Auch das unter Anführungszeichen schizophrene Spiel von Allison Phil gemeinsam mit der Borgkönigin, als die Borgkönigin auf der Bühne stehend nach ihrem Auftritt quasi die Kontrolle übernommen hat, das hat mich total gefesselt. Es hat auch super funktioniert, dass sich Agnes Jurati über die ganze Folge mehr und mehr herausgezogen hat, herausgenommen hat aus der Handlung der Hauptcharaktere rund um Admiral Picard. Abgeschlossen dann mit den letzten Bildern der Folge, wo Allison Phil alleine auf der Straße geht, man sie nur von hinten sieht. Wie geht es weiter mit dem Charakter? Wie wird die Geschichte rund um Allison Phil und der Borgkönigin in den nächsten 2-3 Folgen weiter erzählt? Uns wird ja hier in dieser Folge suggeriert und mitgeteilt, die Borgkönigin hat jetzt die Oberhand über Allison Phil. Das darzustellen, und das traue ich ihr total zu. Es hat in dieser Folge schon funktioniert. Dieses Hin- und Herschwenken zwischen Agnes Jurati und der Borgkönigin. Auch Brent Spiner war für mich ein Top-Highlight dieser Folge. Der vollkommen durchgeknallte und größenwahnsinnige Wissenschaftler. Der sich Admiral Picard in den Weg stellt, ihm auffordert zu verschwinden und ihn dann auch noch mit dem Auto überfährt. Ich dachte, hey, wie kann man das jetzt machen? Wie kann man genau diese Szene jetzt so bringen? Adam Sung überfährt Admiral Picard. Es ging ja dann auch noch weiter. Als Adam Sung zurück in sein Zuhause kam, der Dialog mit seiner Tochter, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt knallen ihm total die Sicherungen durch. Jetzt ist er der Frankenstein des 21. Jahrhunderts. Jetzt ist er der Frankenstein aus dem Jahr 2024. Als dann auch noch die ganzen Details über die Entstehung, über die Entstehung seines Werkes, seines Schaffens, als dann die ganzen Details über die Handlungen seiner vorherigen Projekte präsentiert wurden, als man als Zuschauer mitbekommen hat, dass jetzt Adam Sung in den letzten Jahren einen Klon, einen künstlichen Menschen nach dem anderen versucht hat zu erschaffen, ich wusste nicht, wie ich das einordnen soll. Ich war auf der einen Seite von dem Storytelling total begeistert, dass man jetzt hier einen Antagonisten erschafft, einen wirklich bösen Antagonisten der Staffel. Und auf der anderen Seite von dem Handwerk total begeistert, dass in das Storytelling investiert wurde. Dass man hier die Vorgeschichte und die Background-Story um Adam Sung, um den Charakter so weit ausbaut und dem so viel Tiefe damit gibt. Was mich auch schon geflasht hat, das war, dass gleich zu Beginn, davon wäre ich nie ausgegangen, das hätte ich nie vermutet, dass die Folge damit beginnt, dass man Patrick Stewart, dass man Admiral Picard verletzt
auf dem Boden liegen sieht, so wie man es aus der Preview, aus den Preview-Trailern, aus dem Schluss der Preview-Trailer kennt. In dieser Situation, in diesem Moment dachte ich mir auf der einen Seite, okay gut, es ist immer wieder typisch, man fängt mit dem Schockmoment an, macht dann einen Zeitsprung, so ist es ja auch dann passiert. Wir bekamen eingeblendet 34 Minuten vorher, 14 Minuten vorher, 12 Minuten vorher und springt immer wieder zu diesem Moment zurück, wo Admiral Picard auf dem Boden liegt und erzählt quasi in Rückblenden szenisch die Ereignisse, die zu diesem Moment geführt haben. Und um ehrlich zu sein, war das während dem Ansehen das Letzte, was ich gewollt hätte, denn ich war andauernd auf einem Spannungslevel. Ich war beim Ansehen andauernd auf einem Spannungslevel, um herauszufinden, um endlich zu verstehen, wie es dazu kam. Ich dachte ja, die Security der Gala hätte entdeckt, wer sie sind oder dass sie Eindringlinge sind und wären auf der Jagd nach Admiral Picard und seiner Crew gewesen. Und erst bis zu der Szene, wo man René Picard und Picard selbst auf der Straße gehen sah und Schnittwechsel, Bildwechsel zwischen den beiden und Adam Sung gesehen hat, war mir klar, dass für den Zustand von Admiral Picard Adam Sung verantwortlich ist und nicht das Security-Personal. Aber dann liest der Spannungsbogen nicht nach. Dann wechselt man in die Klinik von Rios Freundin, von Rios Ärztin. Und sieht, wie die komplette Crew versucht, Picards Leben zu retten. Und der Spannungsbogen reißt nicht ab. Klar, man weiß, es gibt eine dritte Staffel, man weiß, bei Star Trek Picard wird Picard nicht sterben. Umso besser hat dann der Aufbau des Spannungsbogens eben funktioniert bzw. gewirkt, dass man trotzdem mit dem Charakter mitfühlt, dass man sich trotzdem wünscht und dran denkt, er könnte sterben, aber bitte stirb nicht. Und dann waren sie wieder da. Die Rückblenden zu Picards Kindheit. Wo ich seit der ersten Folge davon ausgehe, dass es eine Art Trauma ist, dass hier Picard etwas zu verarbeiten hat. Und die Bilder, die Bildtonalität seiner Rückblenden haben sich auch in dieser Folge stark geändert. Auch wieder etwas absolut Positives für mich. Denn sie wurden noch düsterer, sie wurden noch mysteriöser. Er verglich in dem Dialog mit René Picard sie mit seiner Mutter. Es kam alles, es hat diese Rückblenden wieder eine Spur weit neutralisiert und wieder auf eine positive Ebene gebracht. Und dann die Flashbacks, wo Admiral Picard im Koma liegt, die was wieder total negativ waren, die was wieder einen gewissen Gruselfaktor, einen definitiven Spannungsfaktor aufgebaut haben. Und ich bin mittlerweile bestärkt darin, in der Vermutung, dass die Rückblenden von Picard auch noch tragen werden für diese Staffel. Auch wenn ich mir noch nicht hundertprozentig ein Bild davon machen kann, wie sie tragen werden. Momentan gehen so meine ersten Intuitionen in diese Richtung, dass die Rückblenden definitiv ein Trauma sind von Admiral Picard, von Jean-Luc Picard. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich mit unter Anführungszeichen Gewalt in der Familie zu tun hat. Es wird suggeriert, es wird durch die Rückblenden eine Gewalttat suggeriert, eine Emotionalität zwischen ihm und seiner Mutter aufgebaut und sein Vater komplett außen vor gelassen. Ohne jetzt dezidiert drüber nachzudenken und mir zu versuchen, ein Bild zu machen, ist mein erster Eindruck dahingehend, man lässt den Vater außen vor, fokussiert sich auf die Mutter, kombiniert mit diesen Bildern heißt für mich, gewalttätiger Vater verletzt Picards Mutter, verursacht bei ihm ein Trauma, er verlässt die Familie und beginnt sein eigenständiges, unabhängiges Leben.
Mal sehen, ich werde mir darüber noch eine Spur weit mehr Gedanken machen. Was sind eure Gedanken, eure Ideen, eure Empfindungen zu Picards Rückblenden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da würde mich eure Meinung, eure Ideen wirklich sehr interessieren. Aber auch diese Folge hat Negatives für mich. Der größte Minuspunkt dieser Folge ist Raffi Musiker. Sie ist sinnlos. Sie ist in dieser Staffel absolut sinnlos. Sie bringt nichts weiter, sie trägt keine Handlung. Man hat kurz einen Flashback von ihr gesehen, wo sie der Meinung war, sie sieht jetzt einen Rios. Hat dann die dementsprechende emotionale Reaktion in ihr lesen können. Und dann, als BK in der Klinik im Koma gelegen hat, hat sie nur destruktiv dazwischen geredet. Raffi Musiker ist für mich in den letzten Folgen in dieser Staffel einer der unnötigsten und negativsten Charaktere. Leider Gottes wird auch Seven of Nine nicht unbedingt in den Vordergrund gerückt, nicht unbedingt gut präsentiert. Aus ihrem Charakter hätte man in dieser Situation vielleicht mehr machen können, beziehungsweise vielleicht hätte man sich, wenn man beide Charaktere schon mit in diese Staffel reinnimmt, dann zumindest für einen Side-Story-Arc entscheiden können, der sich rein um die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Seven, Annika Hansen und Raffi Musiker dreht. Oder etwas mehr auf den Punkt einzugehen, dass sich Annika Hansen eine Spur weit frei auslegen kann, da ihre Borg-Implantate entfernt sind. Das wäre ein besserer Story-Arc, ein besseres Storytelling gewesen für diese beiden Charaktere, als nur Stichwortgeber zu sein. Ja, sie wirken für mich wie Stichwortgeber. Dazu kommt Rios. Rios hat für mich eine Spur weit mehr diesen Side-Story-Arc zwischen ihm und der Zeitlinie, in der er sich befindet, wo er sich sichtlich wohlfühlt, was man sehr an der Szene um die Zigarre und die Streichhölzer merkt, und dann auch noch in einem Zwischenspiel zwischen ihm und seiner Ärztin. Da ist definitiv mehr Storytelling enthalten als bei Raffi und Seven, leider Gottes. Und das sind für mich auch so die negativsten Punkte dieser Folge. Neben dem Punkt, dass es relativ wenig Star Trek beinhaltet hat, es fokussierte sich auf Worldbuilding, es fokussierte sich auf Details, es trieb auch die Handlung eine Spur weiter. Aber trotzdem für mich ein negativer Punkt. Ja, was gibt es noch über die Folge zu sagen? Ich bin sehr gespannt, wie sich der Story-Arc um Adam Sung weiterentwickeln wird, um ihn und seine Tochter. Dass Q nicht aufgetaucht ist, fand ich gut. Das hält den Charakter Q in einem weiteren mysteriösen Level. Man weiß nicht so genau, wie es mit seinen Fähigkeiten weitergeht. Man ist auch hinter seiner Motivation noch nicht wirklich gestoßen. Die Entwicklung von René fand ich gut. Sie wirkt jetzt mehr danach, als könnte sie an der Europamission teilnehmen durch die Unterstützung von Jean-Luc Picard. Agnes und die Borgkönigin sind und bleiben neben Patrick Stewart und Picard mein absolutes Highlight. Und wie gesagt, die künstlerische, die handwerkliche Begabung von dem Regisseur Jonathan Frakes. Wie ist eure Meinung über diese Folge? Wie habt ihr die Folge empfunden und was hat die Folge bei euch ausgelöst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst es mich gerne wissen, und wenn ihr das Video mögt, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Like da und unterstützt mich und diesen Kanal mit einem Abo. Darüber wäre ich euch sehr dankbar.
In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.